Was gibt's denn hier so Schönes? Ein Skelettschild? Nee. Ah, Erfahrungsfläschchen. Die sind gut. Kaufe ich mir erstmal 10 Stück. Nice, Leute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skeleton Wars. Und ich bin zu euer Skelett Boys. Und was haben wir in der letzten Folge gemacht? Da haben wir ja hier angefangen, unser Haus ein bisschen zu bauen. Und da hatte ich ja die kleine Umfrage, ob ihr Timelapse haben wollt. Und 66% haben dazu gestimmt. Ja, das ist ziemlich cool. In den nächsten Folgen wird es auch noch eine Timelapse geben. Dafür habe ich schon mal was vorbereitet. Seht in diesen Sack. Ihr habt reingesehen. Und mehr zeige ich euch nicht. Und das wird ein Thema von Timelapse sein. Aber warum ich mir Erfahrungsfischen geholt habe, damit ich ein bisschen Level habe, um zu verzaubern. Ich hatte ein bisschen angefangen zu farmen. Nach der Folge, da ist meine Spitzhacke angeschahen worden. Hatte nicht mehr viel und dann habe ich es repariert. Ja, hatte sowas wie ein Dungeon Art sowas gefunden. Da war ein Pad, das Ocelot Pad drin. Es wehrt ab vor Creepern. Wenn ich in der Nähe vom Wasser bin, kriege ich Fisch und habe Nachtsicht. Wenn ich das im Inventar habe. Ja, dann habe ich noch ein paar Nuggets bekommen. Habe ein paar Obsidian Nuggets. Und Lapis Nuggets. Die habe ich in ein Lapis gemacht. Und in Obsidian. Wann ich so viel habe, kommt gleich. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen gefarmt. Habe 2 Stacks Kohle gehabt. Ein bisschen Eisen. Ja, nichts Besonderes. Ja. Und was ich heute mit euch bauen wollte, ich habe da was Neues auf die Liste gesetzt. Da, einen Netherraum. Und wo könnte man gut einen Netherraum bauen? Ich würde mal sagen, hier lang. Habe ich die Facke noch dabei? Oh, leider nur eine. Schade, aber die müsste reichen. Habe ich eine Facke? Und dann kommt hier später unser Netherraum hin. Was ich mir gedacht habe, was ich hier baue. Ach ja, ich habe noch auf meine Spitzhacke Effizienz 1 gemacht. Dafür haben meine Level gereicht. Ich wollte hier so einen Raum machen, wo dann das Netherportal steht. Und dann noch ganz viele andere Sachen. Wie Netherwarzen angepflanzt werden. Sowas. So welche Sachen, die typisch Nether sind. Und ein bisschen Lava noch und das wird dann ein Netherraum. Ja, das wird bestimmt nice werden. Dann haben wir einen kleinen Netherraum. Und die schlimmste Sache, die ich an dem Raum habe, das Portal wird die ganze Zeit nerven. Ich werde es dann, glaube ich, mal ab und zu mal ausmachen, weil mich dann die Geräusche nerven. Aber fürs Erste setzen wir da erstmal nur ein Portal hin. Dann brauche ich noch ein bisschen Obsidian, das habe ich hier vorbereitet. Dann brauche ich noch ein Feuerzeug. Dafür ein Flint und ein Steel. Ein Eisen und ein Feuerstein. Das legen wir beides zusammen hin und kriegen ein Feuerzeug. Und dann können wir das Portal anzünden. Ich war auch noch nicht im Nether. Hier im Minecraft Skeleton Wars. Weil ich habe, der Nether müsste jetzt andere Sachen generiert haben als vorher. Und lasst uns das mal anschauen. Zack. Passt. So. Dann noch dahin. Und die letzten beiden. Und dann können wir es auch schon anzünden. Das Nether-Portal. Auf welcher Schwierigkeit? Friedlich, nee, einfach. Und ob müsste leise sein? Hört ihr es? Boah, wir gehen in den Nether, Leute. Oder? Sind wir schon vorbereitet dafür? Für den Nether? Haben unser Essen dabei? Ja. Da. Nein, nicht der Rucksack, sondern der. Der Ender Backpack. Und da haben wir auch schon unseren Hängleiter. Den werden wir brauchen. Ich werde erstmal testen, ob man sich im Nether nach Hause warpen kann.
Wenn nicht, setze ich, wenn das nicht klappt, da Warpage. Wo? Erstmal den ganzen Nether laden lassen. Boah. Okay. Kann man sich? Ja. Gut. Dann passt das auch schon. Dann können wir uns auch schon in den Nether porten. Das ist dann gut. Wow. Erstmal muss ich hier alles laden lassen. Oh. Die ganze Welt muss ich erst wieder aufbauen. Generier. So. Essen wir schnell was? Mann, soll ich gleich das Spiel nochmal neu starten oder was? Los, ess was. Okay. Komm, ess was jetzt was? Mann. Können wir jetzt in den Nether? Ich lade kurz das Spiel neu und gehe schon mal in den Nether. Bis gleich. Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt hier im Nether und habe alles frisch geladen. Und hier ist die Sache, warum ich überhaupt hier bin. Wegen dem Glowstone. Aber lasst uns mal rumschauen. Ah, da ist Quarz. Ein bisschen Quarzy. Ja, brauche ich aber jetzt noch nicht. Okay, hab keine Ahnung, was das ist. Aber lasst uns erstmal das Glowstone mitnehmen. Weil für die Sache, die ich dann in der Tablet bauen möchte, brauche ich auch noch etwas Glowstone. Weil Glowstone ist wichtig, um zu bauen. Weil es kann man schön schisseln und alles. Ja, dann haben wir, was ist, ich weiß nicht, was das ist. Das ist, okay, ein Ascherhaufen. Okay, bin ich auf, oh, ich bin noch friedlich. Okay, ich weiß nicht warum, aber okay. Holen wir uns noch ein bisschen Glowstone, dann passt das auch schon. Und dann lasst uns mal schauen, das ist auch schon die Zombie-Pigments. Ja, da ist noch mehr Glowstone. Was ist das? Wow. Loch. Okay. Ein Magma-Monster. Okay. Und was? Lecker. Kann man die mitnehmen? Oh. Das ist ja nur Erde. Wow. Wow, wow, wow. Nein. Vielleicht braucht man eine Behutsamkeitsspitzhacke. Und die. Hallo. Wo ist hier schon wieder ein Gast? Ich habe doch schon wieder einen Gast gehört. Okay. Ich kümmere mich jetzt nicht darum, Gast zu suchen. Ich guck mal, was das ist. Okay. Tötet das Skelett. Was? Oh. Komm her. Komm her. Zack. Tot bist du. Okay. Ich weiß nicht, was das gerade war. Aber gegen uns hat das keine Chance. Dieses Magma-Monster. Und ich will mal schauen, was das ist. Ich habe auch schon, wo ich in den Nether gekommen bin, getestet, oder ich weiß nicht, ob das noch in der Aufnahme war. Ich habe es noch nicht gemerkt, ob ich nach Hause porten kann. Und das klappt. Aber was sind das für Blöcke? Fleischbrocken. Okay. Hier ist ein bisschen Quarz. Liegt Quarz. Und jetzt will ich mal da rein. Eine Biene. Eine Wespe. Warum greift mich eine Wespe an? Ich habe denen doch gar nichts getan. Den Wespen. Ich wollte eigentlich da rein. Mann. Nein, das ist ein Wespennetz. Da sind diese Wespen stark. Okay. Ich sehe gerade nichts. Ich brauche schnell das Cobblestone. Okay. Dann bauen wir uns schnell hier rüber. Dahin. Zack, zack. Oh nein, nicht du schon wieder. Komm her. Nein, nein. Kommt her, ich schlage euch nieder. Wo bist du, du Wespe? Ich habe Verbrennung auf meinem Schwert. Deswegen könnt ihr nicht bitte mich einfach in Ruhe lassen? Ich will einfach da nur rein. Wie viele Wespen sind das denn? Zack. Zack. Dann kommst du dran. Zum Glück habe ich noch Pfeile dabei. Und ich darf nur keine Zombie-Pigments treffen. Weil sonst sind die ganz sauer auf mich. Und das will ich nicht. Weil dann muss ich gegen die kämpfen. Okay, der ist besiegt. Dann können wir jetzt da rein. Okay, schnell abbauen.
schnell reinbauen. Okay. Weiß nicht, wo es. Das ist ja ein Spawner. Deswegen kommen immer so viele Wespen. Weil der Wespen-Spawner ist okay. Kommt man hier rein? Hallo? Okay. Ich muss ja meine Spitzhacke nicht verbrauchen. Hallo, Wespen. Kommt. Wo ist euer Nest? Ich verbrauche. Oh, mit der Axt geht's ja schneller. Zack, 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 zack. Hä? Hier muss doch ein Nest sein. Das kann nicht so. So muss ich. Magma-Sklave? Noch einer! Mann, ihr Magma-Sklaven geht mir so auf die Nerven. Und leere Honigwabe. Okay. Kann man die zufälligerweise essen? Nein, schade. Vielleicht kann man was daraus machen. Aus was besteht das? Nein, steht nicht schade. Schade, Marmelade. Nein! Ich habe gerade mein Temple Blade nicht zur Hand. Oh, nein, ihr kriegt mich niemals. Wo seid ihr? Zack, kommt. Oh, gut. Habe ich dich getroffen? Wenn ja, dann tut's mir leid. Verdammt. Diese blöden Wespen. Ich hasse sie jetzt schon. Alter, ihr seid einfach so nervig und stark. Alter. Ich will mich hier nur erkunden. Weil sonst muss ich gleich Monster ausmachen. Aber mit denen kann man gut Level farmen. Fällt mir auf. Oh, Feuerblumen. Warum muss hier alles anfängt zu brennen? Brenne ich, weil ich sie im Inventar habe? Och Mann, man darf die auch nicht rumtragen im Inventar haben. Ich port mich gleich nach Hause. Ich hasse hier den Nether jetzt schon. Leute, was ist das für eine Welt? Ich glaube, wir müssen später mal wieder kommen, wenn wir irgendwie fliegen können oder so. Ich schaue mich noch mal ein bisschen hier um, ob ich die Festung finde. Alter, nein. Mann. Ich gucke jetzt noch mal, ob ich hier was Interessantes finde. Oder? Leute, ich gucke noch ein bisschen rum und mache einen Cut. Wenn ich was Interessantes finde, sehen wir jetzt gleich wieder. Bis gleich. Leute, ich bin jetzt durch den Nether geflogen, aber habe noch nichts Interessantes gefunden. Ich bin jetzt nicht so lange, weil ich muss dann nach Hause Essen holen. Ja, und dann wollte ich doch nicht mehr durch den Nether gehen. Und ich habe jetzt nichts Interessantes gefunden. Aber ich frage mich wirklich, wer waren diese Magma-Sklaven? Ich glaube, welche aus dem Dorf könnten uns helfen? Ich frag mal George. Er ist der Weiseste. Der müsste das wissen. Wir haben kaum noch Essen. Und du, Richard? Du hast auch nicht die allerbesten Sachen. Vielleicht Karotten oder Schnitzel. Das ist aber auch sehr teuer. Oder die Melonen. Deine ganzen Sachen, die günstig sind, die bringen gar nichts, oder? Ich muss mal gucken, wie diese Burger sind. Wenn nicht, hole ich mir ein paar Burger. Und wie ihr gesehen habt, meine Rüstung ist auch schon ziemlich kaputt. Wenn man mit George geredet hat, frage ich mal Olaf, ob er mir was machen kann. Eine Rüstung. Alter, ich habe immer voll viel Hunger. Hallo? Oh, nein. George. Hallo. Skelettboss, was kann ich für dich tun? Ich war gerade im Nether. Und da hat mich Magma-Mods angegriffen. Und du bist ja schon alt, weise. Hast du vielleicht eine Ahnung, wer die sind? Warum die im Nether leben? Und so alles. Und die haben, vergessen zu sagen, die haben gesagt, tötet das Skelett.
Entschuldigung, ich kann dir aber nicht weiterhelfen. Okay, trotzdem danke. Ciao. Schade, du kannst mir leider nicht weiterhelfen. Solange wir zu Olaf rennen, überlege ich mal, wer uns weiterhelfen könnte. Wen kennen wir alles? Olaf, den kennen wir noch nicht so gut. Slato, der erste Junge, der weiß nicht. Nina, ne. Die weiß, glaube ich, auch nicht. Von dem Bauteam welche? Auch nicht. Wen wissen wir? Wen können wir immer fragen? Wir sagen X. Wir müssen gleich mal zu X. Aber Olaf. Hallo. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir eine gute Rüstung schmieden? Ja, na klar. Das ist nur nicht so ganz billig. Das kostet 10 Diamantmünzen, 30 Eisenmünzen und 20 Goldmünzen. Okay. Wenn das so viel kostet, die wird bestimmt gut sein von dir, Olaf. Ich werde später wiederkommen, dir eine Kiste hinstellen mit dem ganzen Material. Aber da möchte ich eine gute Rüstung haben. Eine gute. Sonst erlebst du mich ganz böse wieder. Okay, ciao. Man muss mit den Leuten richtig reden. Aber erstmal müssen wir zu der Bücherei des Wissens. Zu X, der Allwissende. Hallo X, hallo Skelettboss, was kann ich für dich tun? Ich habe gerade gegen Magma Monster im Nether getroffen. Ich habe gerade im Nether Magma Monster getroffen. Was? Halte dich von denen fern. Warum? Sie hassen die Skelette und wollen alle ausrotten. Wieso? Weil beim Skelettkrieg wurden alle Magma Monster den Nether vertrieben. Also nimm dich von denen in Acht. Okay, danke für die Info. Ciao. Okay. Durch den Skelettkrieg wurden alle Magma Monster den Nether gezogen. Verbannt oder gedrängt. Oh, Alter, das ist eine krasse Story, Leute. Oh, Manometer. Ja, Magma Monster. Und ich kann verstehen, warum die sauer auf mich sind. Weil ich bin ja auch ein Skelett. Okay. Das ist eine krasse Sache. Ja, ganz schön krass. Ja, gucken, was sich sonst noch ergibt mit denen. Ja, ich möchte nicht wieder gegen die kämpfen, die Armen. Die sind einfach sauer. Ja, porten wir uns zwar erstmal nach Hause und holen uns die Sachen für Olaf. Was hat er gesagt? 20 Diamantmünzen? Oder? Mann, oh Mann. Teuer. Ich nehme erstmal 20 Diamanten. Damit wir die machen können. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Zack, zack. Haben wir drei. Münzen. So meine ich das. Hier haben wir noch 7. Und dann nehme ich mir nochmal 20 Gold mit. Weil ich nicht mal so genau weiß, was er gesagt hat. Und dann gehen wir erstmal. Warum 20 Gold? Muss ich nur 13? Zack. 10, 10. So. Haben genug, glaube ich mal. Dann lege ich mich erstmal schlafen. Damit es wieder hellichter Tag wird. Und dann können wir. Lege mich auch mal wieder hin. Und dann gehen wir mal wieder rasch ins Dorf. Porten möchte ich nicht. Ich möchte fliegen. Wozu haben wir diesen schönen Hanggleiter, wenn wir ihn nicht nutzen? Okay. Ein Creeper. Disco, Pogo, alle Achsen singen. Alle Achsen singen, Disco, Pogo, yo, yo. Ich bin das tanzende Skelett, ich rappe hier durch. Ich rappe die ganze Nacht, ich bin hier durch. Ich
bin das tanzende Skelett, ich rappe hier durch. Ja, oh ja, ich bin das rappende Skelett. Oh, nicht Skelett, Creeper meine ich. Und ich mach Boom gleich rum. Okay, reicht, ich hab grad Screenshot gemacht. Und zack. Zack. So, du hast genug getanzt. Du bist jetzt tot. Ich frage mich, warum dieser Creeper getanzt hat. Hat er irgendwelche Pilze genommen? Oder was? Ich weiß nicht. Ist das ein Apfelbaum? Cool. Hier gibt es sehr viel zu entdecken. In dieser Welt. Der Wunder. Ah, hier ist auch schon. Hier müsste so ungefähr mein Schlafzimmer sein, Leute. Ja, wir sind ziemlich gerade an der Grenze. Irgendwann muss ich mal Erde farmen, um das alles zu bauen. Aber erstmal fliegen wir ins Dorf. Das ist mir im Nether auch passiert. Ich vergesse immer, dass wir im Hänggleiter bleiben müssen, damit wir gleiten können. Weil ich dann immer schon auf dem Schwert oder so switchen möchte. Aber das dürfen wir nicht. Sonst fallen wir runter. Hallo, Jeff. Hallo, meine lieben Leute. Euer Bürgermeister ist heute wieder da. Oh, ich habe eine Kiste vergessen. Können wir ja ganz schnell uns holen. Holz. Einfach an diesem Baum. Zack. Einfach ganz schnell. Zack. Haben das Holz. Oh. Egal, haben wir noch mehr Holz. Bauen wir uns eine Werkbank hin und machen uns schnell eine Kiste. Die Kiste. Die können wir da stehen lassen. Bald ist ums ganze Dorf rum nur Kisten, Leute. Ich sag's euch. Weil wir so, nicht Kisten, sondern Werkbänke. Sorry, dass ich mich so auch verspreche heute. Mann, wir haben kein Essen dabei. Da müssen wir wohl verhungern. Wir müssen echt irgendwas wegen dem Essen machen. Olaf, was wolltest du nochmal? 30 Eisenmünzen und 20 Goldmünzen und 10 Diamantmünzen. Okay. 10 Diamantmünzen. Haben wir uns dann 10 Dias gespart? Ja. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Er hat ja gesagt, ein Tag. Ich glaube, in der nächsten Folge müsste die dann auch schon fertig sein. Weil dann sind für mich mehrere Tage, 2 Tage oder so um. Ja, und jetzt machen wir ganz schnell die ganzen Sachen fertig. Und dann haben wir auch schon gleich die Bestellung fertig gemacht. Und der hat auch schon seine Bezahlung. Ich vertraue diesem lieben Olaf. Den können wir uns schon im Voraus bezahlen. Die ganzen Sachen. Olaf scheint nett zu sein. Er ist, glaube ich, auch froh, dass er in unserem Dorf arbeiten darf. Ich frage mich, wie es bei ihm bei den Zwergen war. Müssen wir ihn irgendwann mal fragen, ob wir mal zu ihm zu den Zwergen dürfen. Vielleicht dürfen wir es. Olaf, ich stelle dir eine Kiste hin mit den Sachen. Und bitte, Olaf, mach eine gute. Weil du siehst schon, bei mir ist die Rüstung schon fast Schrott. Ja, unsere arme Rüstung. Wir haben viel durchgemacht, aber mein Schwert hält es durch. Flop. Wir haben 8 Level. Ich porte mich nach Hause. Dann machen wir uns schnell noch. Was haben wir hier alles für Materialien? Können wir uns ja schnell Glowstone machen. Zack. Und machen uns 12 Glowstone Blöcke. Und ihr kriegt jetzt einen größeren Einblick in die Welt von meinem Rucksack. Zack. Schon vorbei. Hattet einen kürzeren Einblick oder längeren. Und wir brauchen echt Essen. Dringend. Dann esse ich schnell das Steak. Haben wir vielleicht noch Essen da unten? Leute, von heute.
Und? Da ist ja schon was nachgepflanzt. Wie soll ich es nennen? Fertig gewachsen. Oh, gut. So. Und dann haben wir diese Curry Leaves. Haben wir das Weizen. Zickzack. Können wir zum Brot machen. Hier haben wir das. Das. Oh, die kann man ja essen. Ja gut. Wusste ich nicht. Aber auch egal. Ist ja alles hier wachsen. Brauchen wir ja, wo sind die Samen? Da sind die Samen. Und dann können wir es auch wieder anpflanzen. Egal. Auf ein. Ist mir egal. Lalalala, schalala. Passt. Dann gehen wir wieder hoch nach Hause. Mit der Melone in der Hand und wir essen. Und das ist Schalalalale mit E, O, ja, D. Ich labe irgendeinen Müll gerade. Leute. Aber so kann ich heute die Abmoderation gut machen. Weil man sieht mein Gesicht. Okay. Wenn euch diese Folge, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr Ideen habt, was diese Magma-Monster sein könnten, dann schreibt sie bitte gerne unten in die Kommentare. Und sonst sage ich nur ciao, Leute. Ja, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonnieren. Und sonst sage ich nur ciao, Leute. Whee!